Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge der Hunter Classic. In Australien unterwegs, denn wir wollen ja mal ein paar Füchse finden. Ne? Vielleicht gelingt uns das hier. Bin gespannt. Normalerweise sind hier mal so ein paar Füchse unterwegs. Wir können auch mal gucken, wenn wir die Kaninchen finden. Ob wir da vielleicht die Chance haben, auch mal den Hund darauf zu testen, weil die ja in den Bau verschwinden. Ob der da überhaupt so effektiv ist oder ob man sich da einfach weiterhin vorm Bau setzen sollte. Weil das ist, glaube ich, das Effektivste, was du da machen kannst. Einfach eine Stelle suchen, wo die Bauer von den Kaninchen sind und dann einfach davor warten. Ich glaube, dafür brauchst du einen Hund ehrlich gesagt nicht. Aber für die Füchse wäre es ganz nice. Wir müssen jetzt halt nur einen Fuchs finden. Das könnte Problem Nummer 1 werden. Ne? Das könnte Problem Nummer 1 werden, wenn du jetzt ein Tier hier suchst, dass du das nicht finden wirst. Aber eine Fährte willst du ja erstmal tun am Anfang. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück, dass uns irgendwann über den Weg läuft. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Werden wir sehen, ob wir da hinbekommen. Flint ist dabei. 223 ist dabei für den Fuchs. Und Pistole zur Not auch noch für die Kaninchen, die wir haben. Sprich, ich glaube, Ziegen können wir gar nicht bejagen, oder? 223 ist sie zugelassen. Boah, vielleicht auf Ziege noch, aber ich glaube auf die Sauen nicht. Das heißt, wenn wir Sauen finden, dann werden wir die natürlich nicht erlegen können. Genauso wie die Kängurus, glaube ich, dann auch nicht. Aber gut, ich glaube, damit können wir erstmal leben, dass wir dann die vielleicht nicht bejagen können. Denn unser Ziel ist ja eh der Mr. Fox, ne? Den wir hoffentlich irgendwo zu Gesicht bekommen. Und wenn es nur, wie gesagt, die Fährte ist, wo wir den Hund dann ansetzen können. Und mal gucken können, ob der dann wirklich bis zum Hund oder bis zum Fuchs vorstößt. Wird sehr interessant, das wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn wir das hinkriegen. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob das funktioniert, ne? Ob das funktioniert. Ich habe in den Kommentaren geschrieben, dass die Truthähne zum Beispiel ganz gut funktionieren. Dafür ist er bestimmt auch ganz gut. Das stimmt, die Vögel. Gibt es da nicht auch Vögel auf der Map? Oder Fliechten da hinten? Gibt es hier auch Vögel? Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Das sind auf jeden Fall nur solche random Dinger hier. Boah. Ich weiß gar nicht, ob es hier Vögel auf der Map gab, ey. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber schon, ey, zu lange mehr gezockt. Als dass ich wüsste, was es hier noch so für Tiere gibt. Im Zweifel werden wir halt irgendwelche Fährten finden. Aber ich glaube, Vögel gibt es hier nicht. Glaub nicht. So. Dann gucken wir mal. Ob irgendwas Brauchbares hier zu Gesicht bekommen. Ob wir irgendwo einen Call bekommen, vielleicht vom Fuchs. Normalerweise sind die hier in den Gebieten eigentlich ganz gut vertreten. Ja, wir gehen einfach mal weiter Richtung Westen und hoffen, dass wir da irgendwann auf den Fuchs stoßen. Das ist ein relativ offenes Gebiet hier. Klar sind so ein paar Büsche und so ein paar Felsen, die vielleicht die Sicht ein bisschen erschweren. Aber nichtsdestotrotz sollte es auf jeden Fall irgendwie hier klappen, dass man da früher oder später über irgendwas stolpert. Irgendeine Fährte wird hier schon kommen oder irgendein Ruf, der uns dann da das nötige Tier beschert. Sonst werden wir es gleich einfach mal cutten, bevor wir dann hier 3 Stunden rumrennen und nichts sehen. Setzen wir dann gleich einfach den Cut. Weil ich würde echt gerne einen Fuchs haben, ne? Boah, das wird einfach so eine elendlange Suche werden, das weiß ich jetzt schon. Da vorne ist auf jeden Fall die erste Fährte. Mal gucken, ob da irgendwas Brauchbares ist für uns. Ah, sieht nach Ziege aus, ne? Sieht nach Ziege aus, leider. Ne, Rabbit. Okay, Kaninchen am Start. Ist sogar noch in der Nähe hier. Ja, dann gucken wir mal, ob der Hund das hinbekommt. Und inwiefern die Kaninchen da vielleicht sogar abhauen und im Bau fliehen. Aber der Hund ist auf jeden Fall eine gute Hilfe in der Form, dass er dann die Kaninchen findet. Oder die Kaninchenbau, besser gesagt. Selbst wenn die Kaninchen reinfliehen sollten. Weil manchmal denkt man so, Alter, wo ist jetzt der scheiß Kaninchenbau? Ich habe keine Ahnung, wo der hier sein soll. Dafür ist er bestimmt eine gute Hilfe. Also, gucken wir einfach mal. Aber wie gesagt, die Kaninchen sind halt
Er steht schon vor, ne? Ja, blöde Pose jetzt hier, ehrlich gesagt. Blöde Pose. Scheint, als wenn er aber ein anderes Kaninchen jetzt hat. Oder das Kaninchen weitergehoppelt ist. Wahrscheinlich Richtung Bau dann. So. Mal gucken, wohin er geht. Wir nehmen mal die Flinte raus, ne? Falls wir gleich zum Schuss ansetzen müssen. Auf jeden Fall alles hier voll mit den Kaninchen. Ja, er steht wieder vor. Aber das Kaninchen, Alter, wo soll das denn sein? Ich sehe es halt nicht, ne? Schön, dass du vorstehst. Der muss irgendwo da. Na, ah, jetzt ist er weg, ne? Ja, weil ich jetzt zu nah am Hund dran war. Jetzt steht er nicht mehr vor. Hier irgendwo schon in den Bauten drin. Ja, hier ist nämlich der Bau schon. Seht ihr? Hier vor mir direkt. Hier sind die ganzen Kaninchenbauten. Sprich, die haben wir gefunden. Und irgendwo sind wahrscheinlich auch dann die Kaninchen, logischerweise dann. Können uns jetzt hier auf den Felsen hocken zum Beispiel. Und ein bisschen warten, bis sie rauskommen. Denn früher oder später kommen die dann wieder. Dann könnten wir vielleicht noch eins erlegen auf dem Weg. Hier die Bauten alle in den Blickfeld rein. Ja, semi-gut, ne? Also so habe ich, glaube ich, alle drei drin. Ist noch irgendwo ein anderer? Hinter mir ist noch einer, oder was? Ah, scheiße. Aber wir fahren mal hier ein bisschen. In der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann hier wieder aus dem Bau rauskommen. Und wir damit die Flinte dem einen schnell mitgeben können. Denn früher oder später kommen die da auf jeden Fall raus. Na gut. Hund hat mich zum Bau geführt. Boah, wir haben ihn auf jeden Fall erwischt mit dem ersten Schuss. Ja, liegt auch, alles klar. Kann ich noch mal eins haben, wa? Krieg ich immer zwei hören, wa? Da hinten muss noch ein Bau sein, glaube ich. Ich aber nicht mehr, ist wahrscheinlich wieder verschwunden. Ah, schön, dass die aber auf jeden Fall schon beim Rausgehen Geräusche von sich geben. Da kann man da rechtzeitig rüberschwenken und dann auch den Schuss setzen. Bei dem war ich sogar fast ein bisschen spät dran, aber die Schrotgabe hat es dann geregelt. Gucken wir, ob wir noch ein zweites kriegen. Irgendwo hier. Ich glaube, der hätte mich relativ schnell bemerkt hier, auch wenn ich nicht geschossen hätte. Hätte der mich relativ schnell einfach bemerkt. Keine Ahnung, bin ich da höher. Er ist auch instant wieder weg gewesen, ne? Könnte sein, dass es der Bau da ist, aber ich sehe es nicht so richtig, weil der ist versteckt ist hinterm Busch. So vom Sound her war der irgendwie direkt vor mir.
Aber schwer zu sagen. Vielleicht verschwinden die ja schon, bevor man die sieht. Vielleicht nehmen sie direkt wahr, sind dann direkt wieder weg und du siehst sie gar nicht erst. So, ihr kleinen Karnickel. Ready ist wie durch. Können versuchen, auf den Felsen nach vorne zu gehen, dann hält man dem Bau da wahrscheinlich besser einen Blick. Ich glaube nicht, dass sie rausgegangen sind aus dem Bau, ehrlich gesagt. Sonst können wir natürlich den Hund drauf ansetzen, aber ich glaube, das können wir uns sparen. Ja, da ist er. Ja, habt ihr gesehen? Aber er liegt da. Er liegt da, da war er, ne? Was ist denn jetzt für eine Chronicle Party? Jetzt kam sie aber aus allen Löchern, du. Jetzt kam sie aber aus allen Löchern. Ja, wie viel habe ich jetzt getötet? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, hier ist mir auch noch ein Bau gewesen. Guckt. Okay, aber das ist nur der Ziehende. Der eine Hase liegt hier. Und die anderen müssen alle da hinten am Bau sein. Also einer mindestens. Ja, die Frage, ob wir die aus dem Bau rauskriegen, einfach so, ne? Das ist halt die Frage, du. So, warte, wir machen hier so eine geile Pose hier. So, du musst den Kasen natürlich auch in der Hand halten, ne? Warte. So, Alter, geil. Richtig geile Pose. Nice, Mann. So, hätte vielleicht an den Ohren halten können, wäre besser gewesen. Aber so schon ganz schön. Nehmen wir. Dann gucken wir mal, wie viele Leim wir jetzt erlegt haben. Zwei, glaube ich, schon mindestens. Wenn nicht sogar ein drittes. Gucken, ob wir die jetzt auch da rauskriegen aus dem Bau. Weil ich glaube, die liegen da irgendwo drunter oder so, ehrlich gesagt. Na, einer liegt hier daneben. Zwei liegen hier. Ich glaube sogar drei. Ich sehe drei Schwänze. Ja, haben alle hier kurz vorm Bau erlegt. So, ein 1,9er nehmen wir. Das nehmen wir. Oh, 2,1er sogar, du. Boah. Schön, 2000er Hase. Und. Ja, sogar noch mehr. Also, den haben wir nicht, ne? Und noch ein 1,6er weibliches Kaninchen. Sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, alle. Ja. Und damit haben wir alle Hasen hier. Oder alle Kaninchen, besser gesagt. Erstmal, ich sehe auch keine. Doch, da vorne ist so ein Pferd. Also sind noch mehr Kaninchen hier. Können wir schon noch ein bisschen warten. Aber was wir jetzt machen, ist tatsächlich vielleicht einen Fuchs suchen. Ich versuche den zu finden. Keine Ahnung, ob mir das gelingen wird. Aber vielleicht haben wir Glück und wir finden irgendwo ein komisches Kaninchen, komischen Fuchs. Und vielleicht kriegen wir den dann auch noch erlegt. Das könnte spannend werden. Aber bis wir den gefunden haben, würde ich sagen, cutten wir das Ganze. Erstmal gucken wir mal kurz die Fährten hier an, ob das vielleicht ein Fuchs ist. Aber wird wahrscheinlich auch Kaninchen sein. Ja, alles Kaninchen hier. Die hier ihr Unwesen treiben. Also, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich den Fuchs gefunden habe. Und dann gucken wir mal, ob wir den erlegen können mit dem Hund oder ob es nicht so gut klappt. So, da sind wir schon zurück. Und Rotfuchsfährte war gar nicht so weit weg vom Hasenbau. War gar nicht so weit weg. Ist hier tatsächlich. Boah, mir ist vielleicht eine Minute gelaufen, bevor ich so eine Fährte gefunden habe. Insofern haben wir den hier irgendwo. Und wir tracken mal nach Füchsen, Freunde. Ja? Gucken wir mal, ob er jetzt wirklich die Fährte hier aufnimmt. Ob er mir die jetzt anzeigt. Ist das dein Ernst? Geht er wirklich da lang?
Ja, geht aber schon langsam, ne? Hat auch gerade die Nase mal kurz im Wind genommen. Hat er echt schon einen jetzt in der Nase? Ist er so nah? Ja, wobei jetzt nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr. Ob das klappt, wenn man den wirklich an so einer alten Pferde ansieht? Ich weiß nicht, wie alt die Pferde ist, ne? Schnüffel ich ja überall so ein bisschen rum. Aber so richtig die Richtung. Jetzt geht er wieder langsam, ne? Aber ich glaube nicht, dass der Fuchs so nah ist, ehrlich gesagt. Ich bin hier gerade hingerannt, ehrlich gesagt. Und deshalb. Ja. Deshalb läuft er weiter. Er scheint zumindest in die richtige Richtung zu gehen, wenn wir dem GPS glauben dürfen. Ich sehe halt keine Folgepferde hier vom Fuchs, aber der Hund scheint zumindest in denselben Pegel zu gehen. Da oben ist die Pferde vom Fuchs. Und willst du nicht mal da lang? Ich glaube, so richtig klappt das hier nicht, oder? Ich weiß nicht, ob das an so einer alten Pferde klappt oder ob das wirklich nur klappt, wenn der in unmittelbarer Nähe ist. Vielleicht wenn der ruft oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr einen Fuchscall bekommt. Ich bin jetzt locker hier rüber gelaufen irgendwo. Vorne ist die andere Fährte. Das ist die, die ich gerade hatte. Als die gerade hatte. Hund. Jetzt hat's was auf der Seite hier, aber könnte sein, dass er nur auf der Seite ist, weil ich jetzt hier lang gelaufen bin. Aber wenn ich mich nur von dem Hund leiten lasse, würde jetzt auf die Pferde da, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringen würde, ehrlich gesagt. Und das. Ich würde halt echt gerne das Vorstehen sehen, ne? Ich würde sehr gerne das Vorstehen sehen bei dem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du beim Hund so nah rankommst, ehrlich gesagt. Vor allem nicht, wenn wir so nah dran sind. Aber er wird auch nicht so viel Abstand zu uns gewinnen. Er geht wieder schneller. Gucken. Mal gucken, was er vorhat. Wo ist er denn jetzt hin? Hund! Alter. Ich weiß auch nicht, wo die Fuchspferde jetzt hier weitergeht. Ich hab's auch schon verloren. Ich lass mich mal von dem Hund leiten, ey. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das wäre aber gut gewesen, ey. Wenn er halt wirklich auch so alte Fährten dann aufnimmt. Kaninchen. Meinst du, wenn er einfach die alten Fährten dann halt so lange dich bis zum. Oder so lange mich zum Fuchs führt, bis er in der Nähe ist. Oh, da ist die Fuchspferde wieder. Noch ist er drauf. Dann ist halt die Frage, wie weit er schon weg ist. Ich stand gerade vor. Nee, ne? Hast du da einen Bogen gemacht, der Fuchs? Wohin wird er mich jetzt führen? Warum geht er so langsam?
Gibt's da eine Nähe? Ich glaube, er hat ihn. Naja, irgendwas hat er. Irgendwas muss er haben. Ich lasse mal ein bisschen Abstand. Ich versuche da vorne auf den Felsen zu kommen, wo er jetzt ist. Ich hoffe, dass der Fuchs irgendwo da unten steht. Aber jetzt hat er ihn, ne? Naja, der geht jetzt zielstrebig auf ihn zu. Irgendwo da unten muss ein Fuchs sein. Aber noch steht er nicht vor. Ich glaube, ich sehe den Fuchs da unten am Stein. Ja, da unten steht er. Zwei sogar. Ah, guck, da hauen sie ab, ne? Das meine ich. Das meine ich halt. Ja, zwei Füchse da. Hat er gut gefunden, muss man sagen. Gefunden hat er die gut. Hätte nicht dran gedacht. Oder nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt. Aber die springen halt trotzdem schnell ab, ne? Die springen halt trotzdem schnell ab. Wann knallt die Waffe so? Seit wann hat die so einen Bums? Aber zwei Füchse gefunden. Wir hätten natürlich jetzt auch bei denen ein bisschen mit dem Vorstehen testen können, wenn wir hier gutes Sichtfeld gehabt hätten. Aber dann hätten wir warten müssen, wäre der vielleicht weitergelaufen und so weiter. Deshalb haben wir jetzt erstmal zwei Füchse erlegt. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, ey. Hätte ich nicht gedacht. Mit Sicherheit ist da unten eine gute Hilfe zur Anzeige, weil wir hätten jetzt niemals geraten, dass der Fuchs schon so nah ist zum Beispiel. Dass der hinter dem Hügel da steht. Insofern war das eine ganz gute Hilfe für die Anzeige, dass der Fuchs irgendwo in der Nähe sein muss. Naja, dass wir da halt trotzdem dann nicht so richtig rankommen. Oder ich weiß nicht, ob der Fuchs jetzt durch uns vertrieben wurde, oder die Füchse, oder durch den Hund selber. Das ist ja halt die Frage, ne? Ob das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich schaffen würde, den zum Vorstehen zu bringen. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal Fuchsjagd gemacht habt hier mit dem Hund. Wie der sich bei euch verhält. Das würde mich echt mal interessieren. Lol. Achso, eine Waffe. Das würde mich echt mal interessieren, inwiefern das dann tatsächlich der Fall ist. Wo kann ich ihn eigentlich näher holen da? Jäger näher holen? Das würde mich eigentlich mal interessieren, ne? Wie gut das klappt. Lol, das kriegt den Jäger nicht bewegt. So, nehmen wir an. Ja. Dann gehen wir noch den anderen Fuchs holen. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr schon auch, vielleicht, wenn ihr den schon höher habt und so Hirsche oder sowas. Freigeschaltet hat. Ich glaube, meiner kann es immer noch nicht, ne? Ne, kann immer noch nicht. Das würde mich echt interessieren, inwiefern das dann da klappt, inwiefern er davor steht, auch bei den Luchsen zum Beispiel. Wollen wir jetzt ja noch testen. Vielleicht im nächsten Video Richtung Truthahn mal. Müssen wir mal gucken, was wir im nächsten Video machen. Aber wie gesagt, das würde mich sehr interessieren bei den, bei den Tieren hier. Fuchs, Hirsch, Luchs. Inwiefern der dann wirklich vorsteht oder ob die Tiere einfach fliehen und man das nur so als Anhaltshilfe bekommt. Okay, da ist einer, pass auf, gleich springt er ab und man dann den Schuss nachsetzen muss. Der erste Fuchs, den haben wir ja hier eigentlich ganz gut erlegt, der zweite ist auch nicht so weit gelaufen. Insofern haben wir dann natürlich ganz gut erlegt bekommen. Aber ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Aber Jagd hier auf Australien erfolgreich, Kaninchen, vier Stück oder sowas erlegt. Und zwei Füchse mit dem Hund. Guter Schnitt, oder? Guter Schnitt. Also ich glaube, gerade die Competitions kann schon zur Anzeige der Tiere sehr gut helfen. Wie es dann bei großen Tieren ist, müssen wir sehen. Das soll es gewesen sein von mir und von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.